Einheit verloren. Hallo Freunde der Spiegeltoren, willkommen zurück bei C&C Generäle. Und ich bin ja immer noch Masochist und bin hier am Weiterspielen. Und bin gerade eigentlich meine ganze Umgebung einfach in die Luft am Jagen. So, sprengen wir eben den Schützen da. Wir haben einfach die halbe Stadt jetzt unter atomare Quarantäne gestellt. Deshalb bin ich gerade hier so ein bisschen am Vorausfahren, weil ich versuche natürlich jetzt ein bisschen Druck aufzubauen gegenüber den dämlichen Terroristen. So, wenn jetzt der Skatsturm kommt und genau meine Einheitentruppe trifft, ist das natürlich super scheiße wieder. Einheit verloren. Aber ich habe gerade auch genug Leute... Du Penis! Oh! Okay, die Truppen hier vorne können auf jeden Fall die Stellung halten. Aber, boah, was für ein verdammter Arsch. Ich muss mal eben die ganzen Atomsilos auf Zahlen legen. Damit ich da schneller rankomme. Ah nein, jetzt habe ich einen überschrieben. Das wäre nämlich die 7 gewesen. Och, da versteckt sich schon wieder irgendwo einer. Ich hasse es. So, machen wir den so rum. Ach, ich habe so viel Geld und ich kann nichts damit anfangen. Einheit verloren. Warum gehört der eigentlich nicht zur richtigen Truppe? So, 0. 0 war hier ganz rechts. 0, 9, 8, 7. 7 haben wir belegt, dann machen wir 6 und 5, die beiden Produktionsstätten. Einheit verloren. Weil meine Verteidigungstruppen sind nämlich gleich am Ende. So, dann machen wir mal hier ein bisschen Stunk wieder. So, jetzt sind wir nämlich ein bisschen besser dran mit dem Produzieren von Einheiten. So, mach die platt. Danke. So, weil ich durch den Scudstorm gerade gelernt habe, werden wir mal die auseinandersetzen weiter. Weil der Scudstorm ist so mächtig. Das ist so ein verdammtes mächtiges Ding. Und wir versuchen jetzt mal nebenbei nochmal einen Blackbot loszuschicken. Haben wir nicht irgendwo noch ein Baufahrzeug? Das wäre nämlich gerade sehr hilfreich für mich. Ha! Hab ich dich. Feuer frei! Einheit verloren. Nutze doch die Macht vom Nukular. Boah, auch schwer ist die Mission so ätzend. Wir müssen mal hier so einzelne Kanzeln aufbauen. Also Lager, wo ich die dann zur Verteidigung einsetzen kann. So, schicken wir mal die Black Lotus los. Achso, ich darf die nur einmal haben. Wo sind noch meine restlichen Baufahrzeuge? Irgendwo habe ich doch eins gesehen, da. Moment. Irgendwas habe ich ausgewählt. Ach, irgendeinen Soldaten irgendwo. Scheiß drauf. Wir haben auf jeden Fall irgendwo Nukular frei. Dann werden wir die Stadt noch weiter aufmischen.
So, sehr schön. Dann verteidigt ihr mal da. Einheit verloren. Warnung. Skatsturm abgefeucht. Ja, ich weiß, dass der von irgendwo abgefeuert wird gerade. Einheit verloren. Nee, das war hier vorne nicht der Skatsturm. Wo ist er denn? Wo ist der verhurte Skatstorm? Warnung. Atomrakete abgefeuert. Einheit verloren. Auch eine Möglichkeit, die ganze Karte aufzuklären. Komm, Feuer, Feuer, Feuer! Einheit verloren. Oh, ich habe aus Versehen, glaube ich, meine Black Lotus getötet. Ah, nee, doch nicht. Okay. Hier oben haben wir jetzt gerade auf jeden Fall Strahlungsprobleme. Ein Heckenschütze. In Ordnung. Einheit verloren. Wir müssen auf jeden Fall die Produktion lahmlegen von denen, aber das ist auch nicht so einfach wie man denkt. Selbst mit nahezu unendlich Ressourcen. Bin ich doch recht, So, was waren die anderen? Bunker für Cyborgs, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Einheit verloren. Aha, hier ist eine weitere Basis. Boah, diese verdammten Raketendinger. Da hinten steht er doch. Mach den platt, den Scud-Launcher. Oder Scud-Stellung nennen sie einfach hier. Einheit verloren. Boah, und da ist irgendwo noch eine. Hauptsache, man kriegt nur auf Fresse. Aber ich habe eine feindliche Basis gefunden. So viel ist schon mal sicher. Einheit verloren. Hatte ich überhaupt den Timer gestartet? Ich bin mir gerade wieder sehr unsicher. Ja, habe ich. Wir haben noch gute 10 Minuten, um den Terroristen mal so richtig in den Arsch zu treten, ey. Brrr. Also ein Teil der feindlichen Truppen kommt auf jeden Fall von der Basis links oben. Deshalb müssen wir die auf jeden... Oh. Wir bringen ihnen die Erleuchtung.
Einheit verloren. Ich kann gar nicht so viele aufbauen durchgehend. Versuchen wir mal hier wenigstens die Stellung eben zu halten. Skatsturm abgefeuert. Einheit verloren. Ich hoffe mal einfach, dass der irgendwo hier vorne reingeht. Einheit verloren. Und nicht irgendwo in mein Lager oder irgendwie sowas. Oh, der ist in meine... Ich krieg die Krise! Vor allem hier oben und hier unten sind Schäden zu verzeichnen. Wir brauchen wieder weitere Ressourcentruppen. Und wir brauchen 2 Atomraketen fertig. Boah, die Einheiten-KI sackt mich so ab. So, auf zu den Reparaturmaßnahmen. Alle meine Atomraketen sind ready. Dann gehen wir nämlich hier so vor, dass wir die Basis hier oben komplett aus dem Spiel nehmen. Warnung, Atomrakete abgefeuert. Sonst raste ich nämlich gleich hier aus, ey. Und warum haben wir keine Produktion? Der hat meine Waffenfabriken zerstört. Ich hab's nicht mitbekommen. Das war das Problem. Und zwar beide auf einmal. Und ich kann die gerade nicht bauen, weil ich kein Nachschublager mehr habe. Schnell zurückziehen. Komm, sprengen die. Sofort alles hier vorne drauf. Boah, warum hat er sich eingefahren? Ich krieg die Krise. So, Nachschublager ist ready. Jetzt ein Waffenlager schnell. Na, komm. Hier unten noch ein Waffenlager. Ihr haltet die Stellung hier vorne. Ohne Scheiß, sonst raste ich aus. So, Waffenfabrik fertig. Können wir eben Propagandatürme bauen, um die so ein bisschen zu verstärken hier vorne. Dann hatten wir 0987. Setzen wir den mal auf 6. Dann fangen wir direkt mal an mit der Produktion. Einheit verloren. Es bringt einfach nichts, Infanterie zu bauen an der Stelle. So, ich habe irgendwo doch auch wieder... Genau, hier vorne haben wir Hacker stehen. Neue. So, dann haben wir... Wir produzieren gerade noch schön. Dann können wir hier die 5 drauflegen. Dann haben wir 6, 5. Einheit verloren.
Boah, die Mistviecher. Und der Scudstorm ist gleich schon wieder ready von dem. Ich krieg die Krise. Einheit verloren. Monopoliert und geschmiert. Okay, los geht's. Warnung. Scudsturm abgefeuert. Ja, mal gucken, welches Ziel der diesmal angreift, ne? Einheit verloren. Man kriegt auch noch so ein beschissenes Feedback darüber, wo der Scudstorm einschlägt, ne? Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit verloren. Okay, das war jetzt hier. Damit kann ich, glaube ich, ganz gut leben noch. Meinen beiden Waffenfabriken geht's gut. Kann jetzt natürlich eben mal ihn wieder ver... er hat meine Infanterie, ne? Die ist weg. Meine Infanteriefabrik. Aber die kriegen wir ja auch wieder aufgebaut. Gute Entscheidung. Da gibt's definitiv schlimmere Situationen. Puh. Bauen wir mal die schnellen Artilleries. Ja, greift bloß nicht die Gegner an. Bleibt da einfach stehen und überlegt euch, was es zum Mittag gibt. Ich bin so in Rage, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie einen Schritt weiterkomme. Also ich habe auf jeden Fall eine Basis zerstört. Da können wir mal eben gucken. Ja, von hier hinten kommen irgendwo noch Einheiten, aber ich habe auf jeden Fall einiges an Schaden erzeugt. So. Dann... Einheit verloren. Wir brauchen immer mehr Ressourcen. Das Problem ist jetzt gleich, wir haben gar kein Ziel für weitere Gegner angreifen. Weil wir müssen irgendwie die Black Mamba hier oben reinkriegen. Black Lotus meine ich natürlich. Einheit verloren. So, alle Atomraketen sind ready. Ist dann eine schöne Geschichte. So, damit sehen wir schon mal wieder ein bisschen mehr. Dann machen wir den hier. Atomrakete abgefeuert. Boah, hier ist so eine elendige Dauerwaffenfabrik, ne? So, jetzt sollte erstmal die Angriffswelle ein bisschen stoppen. Weil wir haben da jetzt definitiv genug Schaden da oben reingepfeffert. Einheit verloren. Hauptsache da vorne 20 Scudstorms stehen. Boah, kotzt mich das alles an. Vor allem habe ich das Gefühl, es sind gerade nochmal 20 mehr Truppen losgeschickt worden. Was brauchen Sie?
muss einfach versuchen, in die feindliche Basis reinzukommen. Einheit verloren. Aber man kommt halt keinen Schritt vorwärts wegen den ganzen Shit-Dingern hier. Und es ist einfach so eine verdammte Scheiß-Mission. Warnung. Scud-Sturm abgefeuert. Und noch schlimmer ist, jetzt habe ich gerade, jetzt kommt ein Scud-Storm und ich habe kein lohnendes Ziel in der Base an sich bei mir. Deshalb wird er irgendwas angreifen, was Produktion bedeutet. Und ich habe keinen einzigen Verteidigungstruppen mehr. Wenn er jetzt also irgendwas angreift, zum Beispiel meine Waffenfabriken, dann bin ich mega gearscht. Hier hinten hat er angegriffen. Ach, da wo die neuen... Haha, ich verstehe. Da saßen nämlich einige von meinen neuen... Hackern. Einheit verloren. Boah, ich krieg die Krise. Vor allem der Scud-Storm ist immer so intensiv und ich möchte einfach nur diesen scheiß Scud-Storm weghaben. Damit ich endlich mal eine Ruhe habe. Aber wir sind am Ende unserer Zeit und müssen dann nächsten Mal die Suche weiter durchführen. Nach dem Scud-Storm. Also Freunde der Spiegeltour, von mir erstmal wieder. Ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Doc. Tschüss.